Peace, Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, nämlich die Oklahoma Kid haben einen neuen Song gedroppt und das Ganze habe ich natürlich jetzt zum Anlass genommen, einfach mal eine Reaction wieder zu machen. Ist schon ein bisschen her, als ich die letzte gemacht habe. Und ja, ich dachte, vielleicht kann ich dem ein oder anderen die Band oder den Song ein bisschen näher bringen, weil es handelt sich hierbei natürlich um eine meiner Lieblingsbands und die haben mich mit ihrem letzten Album einfach richtig gecatcht, wenn man das so sagen möchte. Und ja, deswegen dachte ich, yo, tschüss, Digga, lass da mal ein bisschen was machen. Und deswegen gibt es diese Reaction heute. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, wir schauen einfach direkt mal rein, würde ich sagen. Der Song nennt sich Pale Tongue. Und ja, wie ich hier schon sehe, ist der im 4:3 Format aufgenommen, vom Musikvideo her. Sehr, sehr interessant. Das ist ja sehr interessant. Und ja, ich würde sagen, da legt man direkt mal los, Leute. Das die Oklahoma Kid, Pale Tongue. Auf geht's. Tschüss! Ich liebe diese Vibes schon. Das ist so geil. Seine Stimme, oder? Ganz andere Vibe so. Zu krass. Ich fühl dir das. Ich finde es so krass, wie die einfach von den kompletten Vibes her so was ganz anderes machen, als man gerade aus dem Genre und
auch so allgemein zur Zeit so irgendwie gewöhnt ist, was jetzt zum einen natürlich das Musikvideo angeht, was erstmal komplett so auf Retro, aber so ein ganz anderes Retro gemacht ist. Und ja, keine Ahnung, also Song schiebt halt auch an das Arc. Ist halt immer so, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich muss so einen Song eh immer ein paar Mal hören, bis man so ein bisschen in dem ganzen Mood so drin ist, aber so rein vom ersten Hören schon, hat er mich schon irgendwie so gecatcht und hat so auch mit diesen Synthi und sowas, was da noch mit dabei ist, finde ich übertrieben nice. Also auf jeden Fall sehr, 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 sehr geiles Single hier schon. Ja, Digga, also die haben mich ja mit dem letzten Album schon komplett so gecatcht, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und ja, ich glaube, dass es jetzt genauso weitergehen wird einfach. Also man kennt es ja manchmal, dass man so eine Band hat, wo man dann so das erste Album so feiert oder keine Ahnung, irgendein Album, man hört so, denkt so richtig geil. Und dann kommt irgendwie so ein neuen Song und man denkt so, ja, okay, der wird es bestimmt auch gut. Und dann wird man voll enttäuscht oder so, weil der halt einfach anders ist oder so. Aber für mich geht es hier auf jeden Fall in eine richtig geile Richtung. Und ey, die werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal geben. Und ja, so erster Eindruck auf jeden Fall mega geil. Genau, was ich so erwartet habe von der Band, weil die sind auch so, man sieht ja auch den Style, was die so haben, was die sich so anziehen für Klamotten und für Accessoires. Ja, ihr seht es ja selber, Digga, also es ist echt viel zu wild. Viel zu wild. Ich feiere es echt komplett. Ich finde, man kann ja beim ersten Mal nie so richtig viel dazu sagen, weil man, keine Ahnung, man verpasst ja viel, es passiert ja immer viel, viel gleichzeitig so. Aber ich versuche immer so ein bisschen die Vibes einzufangen und das hat mir auf jeden Fall was so Neues gegeben, was so noch nicht da war irgendwie oder was man noch nicht so oft gesehen hat. Und deswegen auf jeden Fall sehr, sehr geil, sehr, sehr wild. Ich finde halt auch seine Vocals so vom Sound her einfach richtig on fleek, also gefällt mir einfach richtig gut so. Das ist so genau den Sound, den ich so hören möchte. Hat so ein bisschen so die Hardcore-Vibes und teilweise noch so ein bisschen mit melodisch drin. Wirklich eigentlich genau mein Stil, also mache ich sehr, sehr gerne. Und ja, deswegen hat mich die Band jetzt hier und der Song auch komplett gecatcht. Also mega cool. Ich glaube, ich muss auch ganz kurz nochmal irgendwie der so. Es ist halt irgendwie schon der Anfang mit diesem Stereo. Ehre. Komplett Ehre, Alter. Geil, zu geil. Falls ihr auch Bock habt, zieht euch den Song auch gerne mal komplett rein mit Video, mit allem. Find's mega cool. Schaut auf jeden Fall auch bei der Band vorbei, auf Instagram, auf YouTube. Ihr kennt das Spiel. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da, Leute. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Peace.